Für gemeinsame Freuden UBS Family. Die neue Banklösung für Familien und Paare. So wirbt die Großbank um Kunden. Dieser Slogan hat heute aber nicht überall den gewünschten Effekt gezeigt. Wir sind jetzt gerade aus der UBS-Filiale rausgekommen. Was seid ihr machen? Ich habe mein Konto aufgelöst. Wieso? Ja, habe ich schon länger geplant und heute ist jetzt der Tag, wo es gepasst hat. Die jüngsten Hiobsbotschaften der UBS verunsichern die Kleinkunden. Das Vertrauen in ihre Bank hat zum Teil arg gelitten. Das ist schon ein bisschen fort, ja. Da geht so viel Geld in die höheren Ränge rein und wir als Kleinkunden, wir haben dann nachher eben mit diesen Hiobsbotschaften zu kämpfen und kommen ein bisschen Angst über, ja. Es ist eigentlich schon recht verloren gegangen. Also, es ist eigentlich schon länger so ein bisschen her, dass man sich überlegt, hey, welcher Bank kann man noch vertrauen oder welche ist die beste. Aber grosse Auswahl hat man in der Schweiz ja nicht. Ja, es gibt natürlich schon ein leichtes Misstrauen in die ganze Geschichte. Aber ich denke mal, die haben es im Griff und ich habe nach wie vor das Vertrauen in die UBS. Für Ärger sorgt bei den UBS-Kunden vor allem eines, dass die Großbank ihren Mitarbeitern auch in diesem Jahr Bonuszahlungen in Milliardenhöhe auszahlen will. Trotz der Krise. Gibt mir sehr zu denken, doch. Das kann ich nicht verstehen. Absolut nicht, nein. Man weiß ja, das sind ein paar Hundert, die das verursacht haben, die Verluste natürlich. Das sind ja nie die 40'000 Angestellten, die es haben, weltweit. Also, von dort muss man sagen, dass die 300 dann nichts überkommen. Das ist eigentlich, das erwarte ich schon. Oder eben ein Ospel natürlich auf seine Boni verzichtet. Also sicher nicht Bonus, da gibt es mir gar nichts. Oder? Aber die kommen ja noch über, wenn sie es euch machen. Die UBS-Kunden in Schaffhausen. In einem Punkt sind sie sich einig. Marcel Ospel sollte nun den Hut nehmen.